Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Igelbau soll schöner werden. Aber erstmal gehen wir angeln, weil wir haben Angelwettbewerb am Laufen. Nein? Du willst nicht an meine Angel? Aber meine Angel ist voll schön, guck mal. Da ist so ein rotes Dings dran. Sag ich doch. Wow. Okay, meine Reaktionszeit ist wirklich echt schlecht beim Angeln. Wow, was ist das denn? Ein Rotfeuerfisch. Zum Glück habe ich kein Feuer gefangen. 28 Zentimeter. Ui. Bringt mir aber nichts, weil den muss ich Eugen geben. Achso, ich wollte... Genau, wir machen es mal so. Wir sammeln drei. Gucken mal, dass wir die der Reihe nach von der Größe abgeben. Anständig. Ui, das ist ein Dicker. Du bist doch ganz ein Dicker. Was bist du denn für einer hier, Mai? Na? Na? Gerade sagen, jetzt ist aber langsamer Zeit, dass du anbeißt, Mister. Ah, schon wieder ein Seebarsch. Naja, da bin ich ja jetzt mal barsch begeistert, dass das Ding sogar so riesig ist. So, das ist die Reihenfolge. Wenn einer ist größer als der andere. Wie soll ich denn jedes Mal meinen Rekord überbieten? Das ist gar nicht so einfach. Es wird langsam mit dem Angeln. Ihr habt mir den Tipp gegeben, nur auf das Geräusch zu hören und es klappt. Das klappt sogar sehr gut. Oh, ein Kaiserschnapper. Wohnst du etwa in einem Schnappschloss? Oh, wow. Der war wirklich richtig schlecht. Aber richtig schlecht. Meine Güte, schon lange nicht mehr sowas gehört, ey. Okay. Fischi, Fischi. Ach, komm schon. Also schneller rausziehen ging jetzt wirklich nicht. So was Blödes. Oh, oh, schon wieder so ein Dicker. Meiner. Oh, das hat geklappt. Also aufs Geräusch hören funktioniert echt ganz gut. Und ein Seebarsch. Naja, das kommt ja schon wieder Barsch bekannt vor. 85 cm. Was waren jetzt da mehr? Kann man das nicht mehr sehen, wie groß die waren? Ich glaube, das war irgendwie 90, 100, 85 jetzt. Oh, das ist noch was Kleines. Hui, Pock. Habe ich das getroffen? So, dass er. Ja. Huch. Hä? Erschreck mich doch nicht so. Kannst du nicht spontan sein. Ah, guck mal, eine Flunder. Nee, eine Klische. Ich dachte, ihre Flachheit wäre nur ein Klischee. Das ist auch neu. Das muss ich auch in mein Fangbuch eintragen. Und Eugen bringen. Okay, einen Fisch kann ich noch fangen. Den ich hoffentlich dann noch nicht habe. Und der dann sich noch irgendwo einreiht. Oh, das geht nicht. Ein Schritt da vorne. Na? Kleiner du. Pass auf, der ist jetzt 300 cm. Wow. So ein 300 cm Clownfisch. Oh nein, es ist schon wieder eine Makrele. Und sie ist 34 cm groß. Ich glaube, damit muss ich die hier austauschen. Und dann gehen wir jetzt aber erstmal. Ich weiß nie, wo gehen wir denn hin? Was machen wir jetzt zuerst? Ich pflanze jetzt hier ab Bäumchen. Einpflanzen. Sehr gut. Und. Ach, guck mal an, was hier geangelt wird. Die Pia angelt hier. Ha? Willst du Konkurrenz sein? Ha? Glaubst du, du kannst das? Wir geben der Melinda jetzt erstmal ihre Mupfel. Melinda wollte eine Mupfel. Melinda kriegt eine Mupfel von uns. Wir sind doch Gentlemen. Hallo, Melinda. Ach, hallo, Bürgermeister. Es ist schön, dich zu sehen. Wie kann ich dir behilflich sein? Allgemeine Ratschläge. Dann will ich dir mal Ratschläge für das Leben geben. Ach ja, richtig. Jillian, warst du schon mal am Strand? Ja, ich habe dir eine mitgebracht. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Muschel mitbringen könntest. Hier hast du eine. Da, eine Kammmuschelschale. Meine Güte, du hast mir tatsächlich eine Muschel mitgebracht. Ja, nachdem du die Story jetzt dreimal erzählt hast, war mir klar, dass du unbedingt eine willst. Oh, vielen, vielen Dank. Sie bekommt auf jeden Fall einen Ehrenplatz in meinem Zimmer. Muscheln erzeugen eine ganz besondere Atmosphäre, wenn man sein Zuhause damit dekoriert. Du kannst Muscheln übrigens auch für ein paar Sternis in der Fundgrube verkaufen. Hey, es gibt verschiedene Muscheln, also versuch doch mal herauszufinden, welche dir am besten gefällt. Oh, bevor ich es vergesse, nimm das jetzt, kleines Dankeschön. Oh, cool.
Meine Mutter hat mir neulich ein Päckchen mit Früchten aus meiner Heimat zugeschickt. Es sind so viele, dass ich unmöglich alle alleine verbrauchen kann. In Igelbau ist die heimische Frucht die Orange. Aber meine Heimat ist berühmt für die Birne. Und jetzt hast du auch ein paar davon. Du kannst sie essen, verkaufen, einpflanzen, ganz wie du willst. Wenn du es verkaufst, bringen sie dir pro Frucht übrigens mehr Sternis als eine Orange. Manche Leute pflanzen viele seltene Früchte an, um sie zu verkaufen und die Menge Sternis zu verdienen. Probier es doch mal aus. Wenn du eine Schaufel hast, kannst du sie jetzt einfach einpflanzen. Schaufeln gibt es in Schlepp- und Lepsladen auf der Einkaufsmeile. Die beiden verkaufen jeden Tag andere Sachen. Ja, ja, immer mal wieder vorbeikommen, bis du meine Schaufel kriegst. Sobald du eine Schaufel hast, kann ich dir zeigen, was du damit alles machen kannst. Ich habe eine Schaufel. Ich bräuchte erstmal eine Axt, weil ich müsste jetzt die Obstbäume zerstören, teilweise, die ich schon gepflanzt habe. Ein paar von den Orangenbäumen. Weil nämlich die Orangenbäume, weißt du, die bringen ja nicht so viel wie halt jetzt hier die Birnenbäume und so. Das ist halt so, oder? Ah, oh Gott, was ist das für ein Auflauf hier? Hauke und Yolanda und Tabea. Und, oh Gott, wir haben so viel zu tun. Wir müssen jetzt erstmal zu Eugen und verkaufen die ganzen Fische. Also, lassen die Fische ausstellen, so. Und dann kaufen wir die Axt und dann lassen wir unsere Fische schätzen und dann hacken wir ein paar Bäume um und pflanzen ein paar Birnbäume. Genauso machen wir das. Du, 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 du. Du, 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 du. La, la, la. Ach, ich liebe es, mit meiner Angel durch die Gegend zu spazieren. Ich sehe auch richtig aus wie so ein Angeloper. Wenn ich jetzt noch dieses andere Oberteil tragen würde, wie so ein Angeloper. Also von den Knickerbockern hin bis zu allem könnte ich mich eigentlich voll zu so einem Angeloper machen. Oh nein, er schläft schon wieder. Eugen! Eugen, wach auf! Verzeihung, willkommen im Museum von Igelbau. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie wollen was stiften? Was denn? Das und das. Bitteschön. Oh, schön. Oh, schauen wir uns das an. Oh, großzügige Spende. Machen Sie sich keine Umstände. Ich kümmere mich da höchstpersönlich drum. Sonst nichts mehr. Kein Problem. Auf Wiedersehen. Gucken wir mal bei den Fischchen rein. Fischchen, Fischchen, Fischchen. Haben wir da schon irgendwas drin? Nein. Nein? Das ist, glaube ich, nicht das Meeresaquarium. Ich glaube, wir müssen zu den Meeresaquarien. Oh, hier ist richtig was los. Ist das schön. Ich liebe es hier. Rotfeuerfisch. Rotfeuerfisch, 8. Oktober 2016, gespendet von Jillian. Rotfeuerfische verfügen über wunderschöne lange Flossen, die ein wenig an Schleier erinnern. Hinter der Schönheit dieser Flossen verbergen sich jedoch giftige Stacheln. Ihr Gift setzen die Fische nicht nur zur Verteidigung, sondern auch in Revierkämpfen untereinander ein. Dabei geht es um Leben und Tod, denn ein gestochenes Männchen erliegt nach wenigen Tagen dem Gift. Wow, das ist ja krass. Makrele, 8. Oktober 2016, gespendet von Jillian. Wegen ihres guten Geschmacks ist die Makrele ein beliebter und relativ günstiger Speisefisch. In manchen Teilen der Welt gilt sie jedoch als Delikatesse, die nur reicheren Leuten vorbehalten ist. Die harten Schuppen auf beiden Seiten des Körpers müssen vor der Zubereitung entfernt werden. Makrelen sind Raubfische und bei Anglern sehr beliebt, da sie leicht zu ködern sind. Danke, lieber Pokédex. Mehr muss ich jetzt auch erstmal gar nicht wissen. Wir gehen wieder. Lalalala. Nächstens sind sie nicht alleine da drin. Ist doch schön. Oh, Eugen ist schon wieder eingeschlafen, der gute Eugen. Bald gibt es dann auch wieder für ihn ganz viele Fossilien. Vielleicht schon wieder ein Suichomarosaurus, Tropsaurus, Schädelus oder sowas. Gehen wir gleich einkaufen. Gehen wir gleich gucken, was ist hier noch. Waren wir nicht schon einkaufen? Stimmt, wir müssen noch die Axt von Gerd holen. War ich schon überall einkaufen? War ich schon überall drin? Nee, ne? Noch nicht überall. Zu Sina und Tina müssen wir, glaube ich, noch. Ah! Juhu! Wie cool! Ja, ich hätte jetzt dann doch ganz gern die Axt. Ja, kein Problem. Das ist die Axt. Ja, für die 400 Sternis wissen wir Bescheid, wie sie haben. Ja, klar. Juhu, danke. Dankeschön, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, super. Schon wieder rein. Dann kannst du rausschauen. Oben aus dem Fenster. Kein Problem. Jetzt gehen wir in die Modeschneiderei. Vielleicht gibt es ja da voll die Fashion-Sachen jetzt. Oder ich hatte schon reingeguckt und habe es wieder vergessen, weil ich ein Siebgehirn habe.
Lalalala. Mike, grüß dich, willkommen in unserer Schneiderei. Nee, habe ich heute noch nicht reingeguckt. Oh, endlich eine blaue Jeans. Ah, eine Stonewashed-Hose, hübsch und dezent sie aussieht, 480 Sternis. Erstmal anprobieren. Oh ja, damit sieht endlich gut aus. Oh, du siehst hinreißend aus. Ja, ich behalte es gleich an. Oh, super, danke. Dann tu mir die Kleidung, die du voran hast, deine Tasche. Großartig. Na, Sina, wie geht's dir so? Hallo, Jillian, willkommen. Danke, dass du immer unseren Laden besuchst. Sag, Schwesterchen, du und Jillian seid gute Freunde, hm? Oh, Tina, wann kommt Jillian heute wohl vorbei? Hihihi, in letzter Zeit fängst du schon damit an, bevor der Laden auf ist. Tina! Ach, komm schon. Ist das süß. Oh Gott, ich sehe immer noch aus dem Opa. Ich brauche eine andere Kopfbedeckung. Der Hut ist irgendwie cool. Aber auch irgendwie nicht. Oh, das ist mein Lieblingsblatt. Das nehme ich. Ah, hierbei handelt es sich um ein Blatt. Die Kosten betragen 120 Sternis. Damit sehen wir jetzt. Jetzt sehen wir gut aus. Oh, das sieht total toll aus. Das werde ich für eine Weile tragen. Das werde ich definitiv für eine Weile so tragen. Danke, dein altes Accessoire liegt in der Tasche. Die Brille, die dir nicht so gut gestanden hat. Also das hier in Kombination finde ich total super. Das Käfer, ich weiß nicht, ob wir das Insektending schon haben. Ja, wenn dann, wir haben noch ganz viel Zeit für Halloween in der Vorbereitung. Wir können uns die Masken immer noch holen. Alles gar kein Problem, alles gar kein Problem. Ich sehe jetzt wirklich aus wie ein entspannter, zufriedener, glücklicher Angler. Waren wir schon bei Immonok? Ich glaube nicht. Ich muss auch noch meine Briefe in die Poststation geben und sie da speichern, weil die möchte ich alle nicht verlieren. Willkommen, willkommen. Den Gartenzaun haben wir schon. Die Tür, passt die dazu? Ich finde, die Tür könnte passen. Ah, ein Birkenholzbogentür. Gute Wahl in der Tat. Für 1000 Sternis, ja. Oh, kein Problem. Das machen wir morgen alles fertig. Oh, aufregend. Und so, ja, ja. Okay, dann vielen Dank. Und dann auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. 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 Der ist manchmal schon ein bisschen creepy. Mir noch alles zu ist. Angeln kann ich ja auch nicht, aber ich möchte jetzt ein Foto von mir machen. Ja, ein Foto aufnehmen, weil ich cool aussehe. Ich finde, unser Jillian ist ein richtig cooler Charakter. Eigentlich ist er ja ein Außerirdischer. Also Jillian hat tatsächlich in Anführungsstrichen eine Story, weil das ein Charakter ist aus einer Geschichte, die ich geschrieben habe. Geschichte, Buch, mehrere Bücher. Haben wir gerade die Augen währenddessen zugehabt? Lol. Nein. Deswegen finde ich das ganz passend. Vielleicht lese ich euch mal was aus der Geschichte vor. Haben wir wieder dabei geblinzelt? Nee, diesmal nicht. Dann nehmen wir das. Das sieht gut aus. Das nehmen wir. Sehr schön. Eigentlich müsste er demnach dunkle lila Haare haben und eine lockige Frisur, die wild zusammengesteckt ist und lila, blau, blitzrige Augen und so. Vielleicht können wir das ja noch irgendwann einrichten. Und dann baue ich ihm sein Astrohaus. Und dann bin ich glücklich und er auch. So, dann gehen wir jetzt mal Physi abgeben, ne? Da, 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 da. Hallo, Bartolo. Jo, ich hab das so bald, das Hausboss gefangen. Übrigens, wenn ich seinen Fang gemessen hab, kriegst du ihn nicht mehr zurück. Das ist okay. Ist in Ordnung. Ich geb dir erstmal das Seepferdchen. Oh Gott, wird er das Seepferdchen fressen? Oh mein Gott, bitte nicht! Oh, den testen, mal sehen. 8,5 Zentimeter, wirklich toll. Das ist kein neuer Rekord. Versuch's einfach weiter. Willst du wissen, wer zum zweiten Führung liegt? Das Verwehr mit einem 8,9 Zentimeter langen Bitterling. Weißt du, wie ich an den Testen denke? Ich denke, sie sind nicht sehr appetitlich. Und sie deswegen darauf verzichtet, sie zu essen? Da kennst du mich aber schlecht. Oh Gott, jetzt ist das Seepferdchen! Oh, ist das schrecklich! Ah! Das süße kleine Seepferdchen, wie kannst du nur, du Monster? Oh mein Gott, ich bin traumatisiert auf Lebenszeit. Das ist doch furchtbar. Hier hast du eine Makrele. Völlig umsonst. Das hat nicht mal was gebracht, ihm das zu geben. Oh Gott, ist das traurig. Makrele, sehen. Ja, das sind 34,3. Neuer Rekord. Ja, bist du auf Platz 1. Ja, unverschämt lecker. Die verschlinge ich am liebsten roh. Nom, nom, nom. Gott, das ist so brutal. Makrele war wohl voll lecker. Ich prüfe viel noch ins Gesicht. Hier, kannst du eine Kinderuhr. Toll, super, eine Kinderuhr. Du bist doch kurz und da, um gebrochen zu werden. Jo, das hast du mal erwartet. Hast du was gefangen? Übrigens, wenn ich deinen Fang gegessen. Ja, ich hab verstehen. Frisst meinen Fang. Du widerwärtiges Monster. Hier hast du noch eine Makrele. Ich weiß nicht, ob sie größer ist als die andere.
Ich habe nämlich vergessen, wie groß sie ist. Ja, die ist größer. Ja, danke. Okay, dann futter sie ruhig. Mach das ruhig. Ich kann nicht hingucken. Es ist grotesk. Ah, ist das ekelhaft. Hör auf damit. Sie an einem Mohnbett. Okay, sie an einem Mohnbett ist nett. Das finde ich gut. Apropos Rekord auf dem Zaun gebrochen zu werden. Deine Mutter ist da. Was? Achso, ja. Ja, 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 ist okay. Ist in Ordnung. Und hier, ich habe noch einen Seebarsch. Bitteschön. Oh Gott, der arme Barsch. Oh Gott, der guckt schon so, er weiß schon, was ihm erwartet. Oh, warum tue ich das? Ich nehme nie wieder an einem Angelwettbewerb. Oh mein Gott, ich nehme nie wieder an einem Angelwettbewerb teil. Das ist ja widerlich. Pult? Pult kannst du woanders hinschieben. Oh Mann, der Typ ist voll brutal. Ja, Mann. Ist okay. Ist okay, ja, es ist ein Seebarsch. Oh Gott. Ich weine. Mein armes kleines Seepferdchen. Leicht, wenn ihr auch an dem Seepferdchen gehangen habt. Mann, oh, warum habe ich es ihm nur gegeben? Oh Gott. Naturstuhl, schön. Das respawnt bestimmt, das Seepferdchen, irgendwo im Meer. Und dann angeln wir es und dann geben wir ihm ein Zuhause. Ja, wenn wir das nächste Mal das Seepferdchen wieder rausangeln, geben wir dem Seepferdchen ein Zuhause, ja? Ein ganz liebevolles. Hier hast du noch ein Seebarsch, du widerwärtige, grauenvolle Kreatur. Ich wusste immer schon, dass Biber böse sind. Ja, super, 5-mal Rekord. Ist das nicht viel größer? Hoffentlich platzt du dran! So, voll lecker. Hier, du kriegst einen vollen Piff. Dankeschön. Nur einfach vor Reformen sagen, gebrochen zu werden. Du bist down. Das ist doch einfach. Ich krieg. Also ich. Boah, Alter, es ist einfach. Ah, hallo Tabea. Gebt ihm keine Fische! Gebt ihm die nicht! Gebt ihm die Fische nicht! Tut es nicht, tut es doch bitte nicht. Bitte tut das nicht. Okay, hier war doch irgendwo so ein Baum im Weg, wo ich mir gedacht habe, ey, da hätte ich gern was anderes stehen. Genau hier. Tschüss. Und dann... Nein. Ausbuddeln. Jawohl, da muss dann später eine 1A-Frucht rein. Damit das dann so wie hier schön sauber und ordentlich aussieht. Ja, ich sollte noch warten, bis die Früchte tragen und sie dann fällen, ne? Ja, ist wahrscheinlich sinnvoller. Gut. Gut. Wir könnten unser Zimmer jetzt tatsächlich schon mit ziemlich coolen Sachen einrichten. Finde ich nicht schlecht. Die Birnen pflanze ich erstmal... Nee, die pflanze ich erstmal nicht. Wisst ihr was? Wir skippen jetzt auf 18 Uhr Preisverleihung. Und gucken uns mal an, ob wir überhaupt gewonnen haben und ob das überhaupt notwendig war, diese vielen Fische zu opfern. Das Seepferdchen. Mein armes kleines... Ja, ich weiß, es ist nur ein Videospiel. Ist okay, ist okay. Merken, niemals Biber ein Seepferdchen geben. Alter, wie kann man Seepferdchen essen? Wie kann man Seepferdchen essen? Was ist falsch mit den Entwicklern? Was ist mit den Entwicklern passiert? Warum nur? Wieso tut ihr das? Wieso denn bloß? Warum tut ihr das? Pfui, pfui. Schlimm, schlimm. Hallo Melinda. Ja, ist okay. Noch nicht. Ja, ich möchte Zeit einstellen. Nicht ganz. Also es ist immer noch der heutige Tag, aber die Uhrzeit stimmt irgendwie so nicht. Ich weiß auch nicht. Warte, wir machen ganz kurz vorher. So. Genau. Perfekt. So, los geht's. Alles klar. Ich hoffe, das funktioniert. Vielleicht klappt das auch nicht. Alles vorbereitet. Viel Spaß. Eieieiei. Ich bin schon wieder gegen einen Baum gelaufen. Da habe ich schon wieder ein Insekt erschreckt. Und Melinda kann ich jetzt ja irgendwie, glaube ich, kann ich sie nicht noch um mehr Ratschläge bitten? Irgendwann gibt sie mir nur die Gießkanne, das weiß ich noch. Ich weiß noch nicht mehr, wann sie mir eine Gießkanne gibt. Hallo Melinda. Oh, hallo Bürgermeister Jillian, wie kann ich behilflich sein? Allgemeine Ratschläge. Ja, dann will ich dir mal ein paar Ratschläge geben. Ach ja, richtig, ich wollte dir noch erklären, was man mit einer Schaufel anstellen kann. Also da kannst du jetzt Obstbäume pflanzen, dann pflanzt du so eine Frucht rein, die wird vergraben. Und dann,
Es hat auch einen großen Unterschied, wo dein Baum pflanzt. An manchen Orten können Bäume nämlich nicht richtig wachsen. Schatten oder eines Gebäudes Schatten oder zu einer anderen Baum oder einer Klippe. Brauchen genügend Platz zum Wachsen. Oh, du hast noch mehr. Was willst du denn noch? Noch mehr Ratschläge, das weiß ich schon. Okay, richtig. Mit einer Schaufel kannst du Dinge auch ausbuddeln. Soll ich dir erklären, wie du Dinge ausgraben kannst? Weiß ich schon. Ah, sehr schön. Dann hoffe ich, dass du viel Spaß beim Ausgraben von den verschiedensten Dingen hast. Oh, ich könnte noch etwas über die Freizeitbeschäftigung der Bewohner erzählen. Die Igelbau sind mir mit reichlich Natur und einer großen Vielfalt von Fischen und Insekten gesegnet. Deshalb sind Insektenfang und Angeln beliebte Hobbys der Bewohner. Naja, eigentlich ist es mehr als ein Hobby. Viele verdienen ja nämlich ordentlich Sternis damit. Ein Angel und ein Kescher zum Insektenfangen findest du wieder bei Schlepp und Nepp. Ja, sobald diese Angebote da erhältlich sind, solltest du unbedingt zuschlagen. In dieser Jahreszeit bietet sich sowohl das Angeln als auch das Insektenjagen an. Was würdest du denn gerne als erstes ausprobieren? Insektenfang. Und solltest du gleich mal probieren, ein erstes Insekt zu fangen. Hast du schon mal in dein Fangbuch geguckt? Da findest du ein Bild von Fischen und Insekten, die du bisher gefangen hast. Ja, fange 3 verschiedene Insektenarten und zeig mir dann dein Fangbuch. Ach ja, wenn du Probleme hast, deinen Kescher zu finden, komm wieder zu mir und sag mir Bescheid. Also dann viel Glück. Ich glaube, das hätten wir fast schon erledigt, oder? Sind wir damit nicht schon durch? Wir machen das jetzt erstmal mit den Fischis. Und Melina besuchen wir morgen wieder. Bis dahin sind unsere Blumen bestimmt nicht eingegangen. Hey, Tristan ist ja draußen. Hey, Tristan, na? Auf welchem Platz ich mit meinen Fischen wohl gekommen bin? Oh, diese Spannung. Na, dann lass uns mal zur Siegerehrung gehen, Tristan. Komm mit, Tristan! Habe ich dich schon? Habe ich schon eine Grille? Eine Grille. Wenn du mir was Nettes geigst, lasse ich dich vielleicht frei. Nee, das ist neu. Ich habe eine neue Grille. Sehr gut. Das behalte ich mal alles hier. Nee, Azurstuhl brauche ich nicht. Seeanemonenbett will ich behalten. Den Schollentisch auch. Das will ich behalten. Das will ich behalten. Das kann alles weg. Die Kinderuhr vielleicht an die Wand hängen oder so. Ich muss schon wieder mein Inventar aufräumen, damit ich halt weiß, was ich behalten will und was nicht. Dann gehen wir jetzt mal auf den Festplatz. Der ist schon ganz schön weit weg von allem. Gucken wir mal, wer da wohl gewonnen hat. Auf geht's, Siegerehrung. Hier ist doch 18 Uhr, ne? 18 Uhr haben wir doch jetzt. Hier sind wir doch 18 Uhr durch hier. Die Siegerehrung kann jetzt jeden Moment beginnen. Alles klar, dann geht's los. Oh, geil! Los, rufe die Gewinner rein, mach auf und sei bestimmt aufgeregt und zwar zu Recht auf dem 3. Platz mit einem Regenbogenforelle von ordentlichen 5,7 cm Tavea! Gratulation! Zu dem 3. Platz überreiß ich dir den Bronzemangelpokal. Dass die Bären gut im Fische fangen sind, kann ich mir vorstellen, ja. Wie sie sich freut, ist das süß. Vielleicht reißt du am nächsten Mal zu mehr. Auf dem 2. Platz! Deinem Seebarsch von stattlichen 109,35 m, Grisha! Boah, der hat uns fast überholt. Für deinen 2. Platz bekommst du von mir den Silbermangelpokal. Bitte schön. Oh, er verdroht, ist das süß. Du warst so nah dran und doch so weit entfernt. Und auf den 1. Platz mit deinem Seebarsch von unglaublich 109,5 cm. Bellen! Das ist ja wirklich super knapp. Für den vorwärtsten Platz reicht für den Goldangelpokal. Geil, nice. Du. Ach, ist das süß. Wofür hast du gewinnen würdest? Jo, Gratulation für alle Gewinner. Brauchst du mir wieder eure leckeren Fische. Der kann gar nicht klatschen, so dick ist er. Das geschieht dir ganz recht. Das ist die Siegerehrung Benzes. Ich freue mich schon aufs Dickfangelturnier. Macht alle wieder mit. Das bezweifle ich. Zumindest kriegst du von mir keine Seepferdchen mehr. Nie wieder. Bringt ja auch nichts, die sind ja eh viel zu klein. Ob ich jetzt überhaupt nochmal meinen Rekord übertreffen kann? So komme ich doch nie an alle Gegenstände, die man davon haben muss. Habe ich eigentlich heute schon... Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt schon gemacht habe. Ob ich irgendwie schon meine Steine ausgebuddelt habe, aber da hier überall nirgends sowas dran ist. Vermute ich, ich habe meine Steine noch nicht ausgebuddelt. Ich verliere so langsam die Übersicht, wenn ich so viel am Stück aufnehme. Was ich schon gemacht... Ach, was ich schon gemacht habe, was ich noch nicht gemacht habe. Nee. Nun gut. Dann, das machen wir morgen. Dann gehe ich jetzt noch nach Hause.
und gucke, dass ich mich da um meine Items kümmern kann. Und dann machen wir Schluss für heute. Vielleicht finde ich ja noch meinen Geldstein. Schön wär's. Hallo, Grisha. Gratulation zum zweiten Platz. Das war wirklich super, ultra, mega, hyper knapp. Kann man sich ja gar nicht anders. Also das war wirklich unglaublich knapp. Ich nehme das mit und ich will mal gucken, wie jetzt die ganzen anderen Sachen aussehen. Ist sie an einem Mohnbett? Das sieht ja süß aus. Und dann hatten wir, glaube ich, hier den Schollentisch. Wow, der ist ja riesig. Ja, die sind cool, die Gegenstände, aber es passt jetzt hier einfach so nicht vom Gemütlichkeitsfaktor hinein. Das Pünktchensofa wieder hinstellen. Und den Marshmallow-Hocker. Jawohl. Kann auch erstmal da stehen bleiben. Okay, ich will mein Seeanemonenbett auf jeden Fall behalten und meinen Schollentisch auch. Den goldenen Angelpokal ebenfalls. Den Azurstuhl, den kann ich mir da oben packen. Das verkaufe ich. Die Kinderuhr verkaufe ich auch, ja. Die Hose kommt dann hier einfach mal hin. Die Sonnenbrille dahin. Das gehört alles zusammen. Okay, gut. Dann hätten wir es für heute auch. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Animal Crossing. Danke fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten und Teilen und auch fürs aufs Glöckchen klicken, falls das bei meinem Kanal geht. Also ich glaube, es geht nicht bei allen Kanälen, aber bei vielen Kanälen geht das. Dann kriegt man coole Benachrichtigungen irgendwie bei Aktivitäten vom Kanal. Ich bin noch nicht ganz sicher, was das genau bedeutet, aber ich habe auf jeden Fall mal alle Kanäle, die mir etwas bedeuten und darüber nochmal abonniert quasi. Mal sehen, wer weiß. Okay, macht's erstmal gut, Leute. Wir sehen uns.